Zu den Sätzen, die wohl immer mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel verbunden sein werden, gehört sicherlich auch jener aus dem Jahr 2013, wonach das Internet für uns alle ja Neuland sei. Was ihr damals eine Menge Hohn und Spott einbrachte, obwohl Merkel selbst gar keine großen Berührungsängste mit der digitalen Welt hat. Aber wie sieht das bei ihren potenziellen Nachfolgern aus? In unserer Reihe Wer will was zur Bundestagswahl wollen wir heute checken, welche Verbesserungsvorschläge die Parteien zum Thema Digitalisierung, speziell bei der Digitalisierung der Verwaltung, haben und wie sie es sich überhaupt vorstellen, das digitale Deutschland der Zukunft. Christian Feld berichtet. Warten im Amt. Es gibt sinnvollere Wege, Zeit zu verbringen. Die Stadt Leipzig bietet an, Termine vorher punktgenau zu buchen. Durch Corona aktuell etwas eingeschränkt. Die Terminvergabe war durchaus einfach, für mich jetzt als junge Frau, sag ich mal. Manches geht in Leipzig auch komplett online, möglichst ohne Weg ins Amt. Bis Ende 2022 soll das überall in Deutschland funktionieren, für alle Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen. So ist es gesetzlich beschlossen. Die Umsetzung soll beschleunigt werden, verspricht die Union. Wer ein Kind bekommt, bekommt Kindergeld, ganz ohne Antrag. Und wer umzieht, bekommt eine Meldebescheinigung. Das wollen wir künftig ändern. Und zwar auch so, dass man alle Daten nur einmal angeben muss und nicht bei jedem Behördengang wieder neu. Länder wie Estland sind uns weit voraus. Alle digitalen Verwaltungsleistungen über ein einheitliches Bürgerkonto. Bequem aus Sicht der AfD, aber auch riskant. Der Staat darf am Ende den Bürger nicht zum gläsernen Bürger machen. Er darf ihn nicht komplett überwachen können. Er darf gewisse Zusammenhänge von den Bürgern nicht erkennen, nicht wissen. Das ist ganz wichtig. Da muss der Datenschutz gewährleistet werden. Ulrich Hörning ist Verwaltungsbürgermeister von Leipzig. Die Pandemie habe die Defizite bei der Digitalisierung sehr deutlich gezeigt, sagt er. Für Hörning aber auch Antrieb, schneller voranzukommen. Und da wünscht er sich Unterstützung von einer zukünftigen Bundesregierung. Es gibt immer noch kein bundeseinheitliches Bürgerkonto, es gibt kein bundeseinheitliches Firmenkonto. Und das sind alles Dinge, deshalb steht die Bundesrepublik digital hinten dran im Vergleich zu vielen, vielen anderen europäischen Ländern. Und da brauchen wir dringend Fortschritt. Die FDP will eine bessere technische Ausstattung für die Verwaltungen und erhofft sich Fortschritt im Gegensatz zu anderen Parteien von einem neuen Digitalministerium. Dieses Digitalministerium muss erstens Standards definieren, wie die unterschiedlichen Software-Angebote zusammenarbeiten können. Wir brauchen offene Datenstandards. Im Übrigen wünsche ich mir auch eine weniger bürokratische Datenschutzgrundverordnung, die ja viel Scherereien im Alltag bringt. Die mangelnde Digitalisierung in Deutschland ist verheerend. Jetzt ist das Motto, wer nicht weiter weiß, gründet ein Digitalministerium. Das halten wir für falsch. Ein Digitalvorreiter wie Estland hat gar kein Digitalministerium. Wir wollen eine Erneuerung der gesamten Verwaltung. Es braucht eine neue Digitalkultur in Deutschland. Digital statt Papierkultur. Im Rechtsamt der Stadt Leipzig sind die klassischen Aktenordner mittlerweile selten. Viele Dokumente liegen rein digital vor. Das hat in der Pandemie das Homeoffice erleichtert und funktioniert gut, meistens. Teilweise hat man das Problem, man kommt zu einem Gericht und dort gibt es kein Internet, zumindest kein schnelles Internet. Ja, dann ist man da auch ein bisschen eingeschränkt. Der Netzausbau ist das eine. Eine enorme Hürde sind die unzähligen unterschiedlichen Systeme und Programme, die in deutschen Verwaltungen im Einsatz sind. Der SPD ist wichtig, von wem und nach welchen Prinzipien die Software entwickelt wird. Wir dürfen nicht abhängig sein von großen Tech-Unternehmen und das schaffen wir nur durch Open-Source-Software. Das heißt durch offene Lösungen, wo wir den Quellcode kennen und wissen, was in dieser Software drin ist und wo unsere Daten gespeichert werden. Und dann können wir auch diese Lösung nehmen, zum Beispiel aus der Bundesverwaltung, in die Landesverwaltung tragen und genauso in die Kommunalverwaltung. Und so schaffen wir Digitalisierung in der Fläche und auch in der letzten Dorfverwaltung. Die digitale Verwaltung kann Bürgerinnen und Bürgern das Leben leichter machen, aber Rechenzentren und Server brauchen sehr viel Strom. Hier sieht die Linke Handlungsbedarf. Digitalisierung und Klimafreundlichkeit müssen wir zusammenbringen. Deshalb muss der Staat nach außen regulieren, nach innen aber auch selber Vorbild sein. In allen Bundesrechenzentren muss die Abwärme genutzt werden. Und es muss nach hohen sozial-ökologischen Standards eingekauft werden, wenn es zum Beispiel um Hardware und Betrieb von Dienstleistungen geht.
Die digitale Verwaltung ist das Fachgebiet von Professor Thomas Meuche. Aus seiner Sicht wird ein Problem in vielen Wahlprogrammen nicht klar genug angesprochen. Es gehe in erster Linie nicht um Technik. Die deutsche Verwaltung müsse grundlegend angepasst werden. Ein Beispiel. Wir brauchen einfach Leute mit anderer Qualifikation. Wir brauchen nicht nur juristisches Denken, weil wir haben nicht nur juristische Probleme in der Verwaltung. Und das ist natürlich ein dickes Brett, weil da gehen wir in die Ausbildung rein. Und bis sich in der Ausbildung was ändert, da reden wir über Zyklen von 7-8 Jahren. Verwaltung anders. Die Stadt Leipzig hat eine digitale Werkstatt ins Leben gerufen. Hier wird experimentiert und ausprobiert, zum Beispiel, wie sich Drohnen für die Vermessung von Gebäuden und Straßen nutzen lassen.